So, Freunde, willkommen zurück zu Assassin's Creed Teil 1. Wir waren letztes Mal in Jerusalem und haben uns dort um einen Sklavenhändler gekümmert, der offenbar seine Opfer nach Akkon verkauft hat. Hier hinten liegt noch was Interessantes. Oh! Wo der Arzt dann an ihn rum experimentiert hat und ich hoffe, dass jetzt alles läuft. Weil die Disk und... Also ich weiß nicht, ob es die Disk wirklich ist. Die CD-ROM. Aber auf jeden Fall mein Laufwerk spinnt gerade ein bisschen. Und ich habe schon wieder eine böse Vorne, wenn das jetzt auch noch kaputt geht. Also das disconnectet manchmal. Und dann denkt mein Computer natürlich, wir haben keine CD. Und das Spiel hat vorhin halt auch ganz schön gehakt. Altair, mich denkt, meine Schüler verstehen nicht ganz, was es heißt, eine Klinge zu führen. Vielleicht mögt ihr ihnen zeigen, was ihr wisst. Ich hoffe jetzt einfach, dass das funktioniert. Ja, genau das meine ich. Jetzt hängt's. Okay. Wenn ihr Gegner nach ihnen greift, um den Griff auszuweichen und den Gegner zu treten. Ich drück doch um Schalt. Richtig. Geht doch. Das Werk eines Meisters. Und so, meine Schüler, sollte ein Mann kämpfen. Ihr seid beschäftigt. Ich verstehe. Allerdings. Was meine ich? Das hängt jetzt die ganze Zeit irgendwie. Hä? Achso, stimmt. Ich kann ja ab jetzt auch schnell reisen. Wir machen das mal. Wir gehen jetzt mal schnell nach Damaskus. Nee, bring mich direkt ins Büro, bitte. Vorbereitung ist der Schlüssel zum Erfolg. Ja, ist gut. Die anderen Aussichtspunkte im Königreich würde ich halt holen, wenn ich nach Jerusalem gehe oder so. Welches Leben sollt ihr heute nehmen? Sein Name ist Abul Nukut. Was könnt ihr über ihn berichten? Oh, der Händlerkönig von Damaskus, der reichste Mann der Stadt. Wie aufregend, wie gefährlich. Ich beneide euch, Altair. Nun, nicht um den Teil, wo man euch eures Ranges enthob, aber um alles andere.
Oh, und außer den Sachen, die die anderen über euch sagen. Und ja, außer dem Fehlschlag und dem Hass. Der ist ja gut. Lässt man dies außer Acht, beneide ich euch sehr. Ich schere mich nicht darum, was andere denken oder sagen. Ich habe einen Auftrag zu erfüllen. Also, was könnt ihr mir über den Händlerkönig berichten? Nur, dass er sehr böse sein muss, wenn Al-Mualem euch schickt, ihn zu besuchen. Er bleibt unter den Seinen, im nobelsten Viertel der Stadt. Ein umtriebiger Mann, stets beschäftigt. Wenn ihr eine Weile unter seinesgleichen verbringt, erfahrt ihr sicher alles, was ihr über ihn wissen müsst. Und wo sollte ich mit der Suche beginnen? An eurer Stelle würde ich mit der Umayyaden-Moschee und dem Souq Sarusha beginnen. Beide befinden sich westlich von hier. Weiter im Nordwesten liegt Salah al-Dins Zitadelle. Sie ist ein beliebter Treffpunkt und hat sich schon oft als Quelle loser Zungen erwiesen. Ja, diese drei Orte sollten euch helfen. Danke für euren Rat, Rafik. Ich kehre zurück, sobald ich die benötigten Informationen gesammelt habe. So, ach, wir sollen diesmal... Was ist das für ein Viertel? Das Nobelviertel. Okay, Leute, ich versuche das nochmal neu zu starten. Das wird ja hier nervig. So, irgendwie... Wenn ich das Spiel starte, kriegt es das nicht mehr hin, dieses Auto-Patch zu installieren, was vorher... Oh. Was vorher kein Problem war. Jetzt kommt immer Download fehlgeschlagen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich glaube, dass es daher kommt, dass das Spiel jetzt so eine Hänger hat. Och, ernsthaft? Oh. Er sollte aufhören, sich wie ein Kind. Was mag ihn zu sagen? Komm hoch da. Ja, jetzt hat das immer so eine Hänger. Ich habe jetzt schon alles probiert. Ich habe das Spiel neu gestartet. Ich habe nochmal mein Laufwerk ab und wieder angeschlossen. Geh, du Bauer, bevor ich mich vergesse. Ich weiß halt nicht, woher es kommt. Oh, da ist eine Flagge. Weil ich hab das... Ist ja ein... Das Spiel habe ich ja noch nicht... über Steam oder Ubisoft Connect gekauft. Sondern das war eine CD. Das war die Heritage Edition. Halt, da sind Teil 1, die Trilogie von Teil 2 und Teil 3 halt drauf. Und erst die anderen habe ich mir dann per Code geholt. Ich hoffe einfach, dass sich das irgendwie wieder kittet.
jemand? Ich versuch's, ja. Halt doch da, du Schei an! Gottloser Heide! Vielleicht weißt du es nicht, aber deine Niederlage ist ein Wunder. Ernsthaft? Okay, Leute, ich weiß nicht, woran es liegt. Das Spiel spackt rum. Ich habe nochmal deinstalliert und neu installiert, hat aber nichts geändert. Deswegen glaube ich, wir werden uns damit jetzt einfach mal abfinden müssen. Ja. Das tut mir sehr leid und das nervt mich ja auch. Ich weiß aber nicht, woher es kommt. Ich habe es jetzt nochmal versucht über Ubisoft... Ach nö. Über Ubisoft Connect zu... also zu verbinden. Hat jetzt nicht so wirklich was gebracht. Hier doch. Genau hier. Kommt und seht, was ich zu bieten habe. Ich interessiere mich hier für überhaupt keine Ware. Elender Rupp! Ihr tut mir weh! Hört auf! Wie schimmel ihr? Elender Rupp! Niemand muss das beenden. Ja, jetzt hängt's wieder eine Runde. Verdammt. Nee, 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 Alter, ihr den haust du bitte auch gleich K.O. Sie hätten mich entführt. Ich habe komplett vergessen, wen wir jetzt eigentlich suchen, ne? Ja, macht ihr das mal bitte. Und rein. Wo muss ich hin? Wo war das da? Ich finde das immer so geil. Meine Familie ist groß und liegt im Sterben. Wenn sie klein wäre und im Sterben liegen würde, wäre nicht so schlimm, oder was? Ich bin überhaupt nicht komisch. Ich finde es komisch, dass hier die ganze Zeit so ein Scheiß passieren darf und es niemanden juckt.
Ach, komm schon, Alter, ihr. Wie soll ich denn da hochkommen? So, dann halt so. Ich habe mir letztens so ein Video angeguckt, die nervigsten Eigenschaften der Assassin's Creed Charaktere. Weil Alter, ihr stand dann da, ist der langsamste Kletterer aller Zeiten. Und ich dachte mir so, ja, allerdings. Und dann kam irgendwie noch, dass er überhaupt keine Persönlichkeit hat. Da muss ich so ein bisschen widersprechen. Er hat nur eine ziemlich schwierige Persönlichkeit. So, was haben wir denn? Herausforderung, Attentat. Wir gehen erstmal den Bürger retten. Das Bild kommt irgendwie manchmal nicht hinterher. Ja, geht ihr mal schön vorbei. Ich bin gar nicht da. Geh weg! Ich flehe euch an. Ihr wollt einen guten Handel? Dann bin ich euer Mann. Ihr Hühner. Ich hab's schon gehört, aber... Geh weg. Ich hab kein Geld. Seid gegrüßt, mein Freund. Wenn ich euch helfe, egal wie. Oh nö. Ah, ich habe doch nichts Falsches getan. Warum tut ihr das? Angeber. Aber noch ab, ja. Ne, das ist auch ein gutes Standbild. Danke, mein Junge. Ich wünschte, meine Söhne wären nur halb so tapfer wie ihr. Ich werde ihnen diese Geschichte erzählen, damit sie wissen, wie sich ein wahrer Held benimmt. Na, da haben wir wieder ein paar Gelehrte, okay. Und gleich hier in der Nähe ist auch irgendwo der Informant. Halt, ihr dürft. Du wirst nie entkommen. Ich weiß nicht, was das ist. Was ist denn los? Hier finde ich ihn nie. Genau. Nicht mehr. Ihr seid hier nicht erwünscht. Geht. Und er fällt. Warum fällt er da runter? Nichts. Bitte, eine kleine Hilfe. Ich bin arm und krank.
finde den irgendwie nicht. Ach, da. Altair, mein Freund und Bruder, es ist so lange her. Habt ihr von Ada gehört, seit sie fort ist? Nein? Wie traurig. Sicher werdet ihr sie eines Tages finden. Ich hörte, dass eine Feder auf Abul Nukuts Kopf liegt. Vielleicht kann ich helfen. Aber ich habe selber einen Auftrag. Ich habe 4 Ziele, die ich vor Mittag eliminieren muss. Sollen wir zusammenarbeiten wie früher? 2 für mich, 2 für euch? Es sind Abul Nukuts persönliche Wachen. Ihr werdet sie schnell erspähen. Zeitlimit auch noch. Nein, habe ich nicht. Ich bin kein Narr. Warum komme ich da oben nicht drauf? Langeweile. Ja, hätte ich da hochgekonnt, wie es mein Plan war, hätte es funktioniert. Warum mache ich das? Nein! Alter, du machst mich gerade kirre. Renn! Da sollst du hoch, du Jeb. Weißt du es nicht, aber deine Niederlage ist besiegelt. Oh, das sind zu viele. Ich weiß nicht, was das ist. So.
Hier doch. Und Tausende von Leben werden bei seiner Verteidigung verloren. Es scheint tragisch. Aber ich sage, es ist eine Ehre. Eine milde Gabe. Bitte nur ein. Interessiert ihr euch für meine Ware? Nein, geht nicht. Eine Familie ist groß und doch. Was tut er denn? Wann wird er unser? Oh, wieso komme ich da nicht? Ist er auf der Flucht? Ja, irgendwie schon. Oh, jetzt klettert er da gar nicht mehr hoch. So. Warum kann ich da nicht hoch? Drüben! Tötet ihn! Wie soll das denn gehen? So, ein bisschen ein paar Messer wieder geklaut. Der andere läuft da hinten rum. Eine milde Gabe. Bitte nur ein paar Goldstücke, bitte. Geh weg, ich stech dich sonst ab. Och, ernsthaft? Wie haben die das denn jetzt gesehen? Welche Falken da dies? Verschwende. Du wirst mir nicht entkommen! Ja.
Nö. Du hast ja auch keine Gnade mit mir. Ja, das tut mir sehr leid für dich, aber kann ich halt auch nichts machen. So, Nummer 1. Lass mich in Ruhe, ich hab nichts. Und weg hier. Nee, ich hab nichts, geh weg. War das großartig. Genau wie in Aleppo, erinnert ihr euch? Nö. Hier ist etwas, das eine der Leibwachen des Wesirs bei sich trug. Ich glaube, es ist eine Karte mit den Positionen seiner Wachen. Sicher wird das bei eurer Mission helfen. Wenn ihr wieder in Damaskus seid, kommt mich besuchen. Meine Tür steht euch immer offen. Friede sei mit euch, mein Freund. Er wohnt hier? Eine Karte zeigt, wo der Händlerkönig seine Wachen postiert hat. Ah, jetzt komm nicht, jetzt komm mir nicht mit, du kannst dich hier nicht hochziehen. Nö.